Hallo. Hallo. Wir sind Dame zuerst. Astrid Kudras. Und Georg Schlömer vom Prolog Verlag. Und wir sind Klickenabendler. Und da habt ihr sozusagen noch ein Quatschhaus, das ist im Prinzip dasselbe Konzept. Ja, richtig, das ist dasselbe Konzept. Das ist auch für Kinder ab 4 Jahren. Hier geht es um Wimmelbilder mit vielen Quatschredeanlässen. Damit befassen sich Kinder ungemein gerne. Sie können auch nicht mehr logisch überlegen, dass vielleicht die Zange in der Werkstatt ist, wie beim ersten Spiel, sondern hier ist wirklich alles durcheinander. Und es gibt sehr lustige Redeanlässe, wie zum Beispiel, dass die Klobrille gesucht wird. Wir sehen hier, das ist die Brille und man findet dann die Brille hier auf dem Klo. Auf dem Klo. Und damit hat man automatisch auch Sprachwitz erkannt. Hier übergibt der Mann der Frau einen Strauß und so weiter. Also das ist ein Spiel, was als Variante sich sehr eignet.